Es geht weiter mit der Nacherzählung der Pokémon Black Randomizer. Beim letzten Mal haben wir den zweiten Run begonnen, schnell festgestellt, dass es eine exakte Kopie eines anderen Spielstandes war und somit einen weiteren erstellt. Zum ersten Mal erreichten wir Route 2 und erhielten nach unserem Starter Beep Beep dem Regi-Stil mit Serpiroth, dem, ich weiß immer noch nicht, wie die Zwischenform von Serpifeu und Serpiroyal heißt, unser zweites Teammitglied. Und nun geht es weiter, bald auf zu den ersten richtigen Trainerkämpfen auf Route 2. Die Folge beginnt unfassbar. Praise Lunastein, praise Verwirrung. Ich bin ins hohe Gras von Route 2 gegangen, um Serpiroth etwas hoch zu trainieren, was relativ schwer ist, da dort nur Pokémon sind, gegen die er nicht viel ausrichten kann. Und letztlich kam ein Lunastein an, das leider ein gutes Stück höher gelevelt war, weshalb ich mich entschied, auf Beep Beep zu wechseln. Das Problem: zwischen den Folgen habe ich Explosion, was zuvor auf Stelle 1 war, auf Stelle 2 gesetzt, damit ich einfach los Button spammen kann. Das Problem: ich hatte es vergessen und habe deswegen Explosion ausgewählt. Doch die Götter haben mich erhört. Lunastein war schneller, verwirrte Beep Beep mit einer Konfusion und dadurch, dass er sich selber traf, wurde sein Leben gerettet. Beep Beep lebt einen weiteren Tag durch die Gnade der Götter höchstpersönlich. Und das Training geht weiter. Nach einem Wechsel der Trainingsortschaft zu Route 1 verlief alles deutlich besser. Serpiroth, konnte deutlich besser trainieren und stieg schnell im Level auf, bis er mit Beep Beep gleichzog. Somit ging es wieder auf Route 2 und in den ersten Trainerkampf, der jedoch glücklicherweise keine großen Probleme bot und mit nun beiden Pokémon auf Level 8 weiterhalf. Und es geht weiter in Richtung der ersten Arena. Werden wir sie in diesem Run erreichen? Auch der zweite Trainerkampf war absolut kein Problem. Ein einfaches Quapuzzi. Ist Quapuzzi die erste Entwicklungsform? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall die allererste Form. Stellte sich in den Weg. Serpiroth machte ganz kurzen Prozess damit. Und es ging weiter. Bald zum ersten Rivalen-Battle, das in die Nuzlocke hineinzählt. Noch vor dem Rivalen-Battle zeigte Serpiroth, dass die Pflanze, die er repräsentiert, wohl ein Kleeblatt ist, mit einer unfassbaren Glückssträhne. Er konnte alleine die gesamte Route aufräumen, da alle Gegner Wasser-Pokémon nutzten. Am Ende der Route fanden wir dann sogar noch einen Rauch, der die Pflanzenattacken des eigenen Pokémon verstärkt. Serpiroth mit Level 9 war voll und ganz bereit für den ersten Kampf gegen, wie heißt sie? Bell. Irgendwie habe ich sie vorhin die ganze Zeit anders genannt. Ich glaube, das war anderssprachiger Name. Aber YOLO. Ich sagte Bianca, nicht Bell. Auch gegen Bianca schien Serpiroths Glückssträhne nicht reißen zu können. Sie leadete bereits mit einem Gesteins-Pokémon und Serpiroth landete einen Crit. Zwar beherrschte das gegnerische Pokémon Robustheit, doch bekam nicht viel raus. Nur danach sah ich schnell, es würde kritisch werden. Ein Geist-Feuer-Pokémon, Lichtl. Beep Beep konnte es nicht angreifen durch den Geist-Typen.
Und auch Serpiroth hatte nur eine Pflanzenattacke. Und die Sand Attack, die vorher der Gegner rausbekam, half noch dabei, dass es nicht traf. Und dann kam noch letztendlich die nächste Attacke hinzu. Komprimator. Nur noch mit 5 Malen Wine Whip im Gepäck musste das Pokémon fallen. Ansonsten wäre der Kampf eigentlich nicht mehr gewinnbar. Aber das Lichtel hörte nicht auf, Komprimator zu nutzen, bevor es nach einer Weile begann anzugreifen. Und kein Angriff von mir traf mehr. Rund auf die Hälfte der Leben fiel es noch. Aber dann war der Rankenhieb leer und der Gegner begann mit Feuerwirbel anzugreifen und mehr Schaden zu chippen. Konnte ich den Kampf noch irgendwie gewinnen? Gab es noch eine Option? Schon einmal im Run hatten die Götter mir ein Zeichen gesendet, mir Gnade gewährt und den Run und vor allem Beep Beep leben lassen. Doch sie taten es nicht noch einmal. Der Mangel an Nicht-Normal-Attacken früh im Spiel beendete den Run beim ersten Rivalenkampf. Verzweifelte Versuche, irgendwie mit Items lange genug zu stallen, damit der Gegner sich mit Verzweifler selbst verletzt, waren vergeblich. Der Run endete noch vor der ersten Arena.